Hallo ihr Lieben, ich habe ja lange nichts von mir hören lassen, mir geht es momentan leider nicht so gut. Bei meiner letzten Verteilung am Frankfurter Bahnhofsviertel wurde ich leider ausgeraubt. Mir wurde meine Tasche geraubt, mein Portemonnaie, mein Schlüssel, meine ganze Existenz war in dieser Tasche gewesen. Die Scheibe wurde eingeschlagen und diese Sachen wurden mir geraubt. Ich habe das durch die Polizei gemeldet, das Ganze läuft auch. Bin halt eben auch gespannt, wann die Diebe gefangen werden. Es waren 3 Stück, die das getan haben. Leider Gottes bin ich sehr, sehr traurig darüber, dass ich nach 9 Monaten harter Arbeit, Engagement, Zeitaufwand, Herzblut und Geld, was ich da reingesteckt habe in dieses Projekt, leider so, so schwer enttäuscht worden bin von diesen Menschen, denen ich tagtäglich geholfen habe und mich deren Problemen angenommen habe. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es halt eben bekannte Menschen sind, weil die genau wussten, wo mein Auto parkt oder wie lange ich weg bin. Und trotzdem, nichtsdestotrotz, man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Es gibt natürlich auch gute Menschen unter denen und ich werde auch weitermachen. Ich danke euch trotzdem für eure Spenden bis hierhin. Ich werde erstmal keine Kleidung dort mehr verteilen, bis die Sache sich nicht geklärt hat und bis ich nicht weiß, wer die Täter sind, werde ich erstmal nicht mehr verteilen. Eine Woche ist jetzt nun schon vorbei. Es wird vielleicht noch eine weitere Woche dauern. Nichtsdestotrotz werde ich mich um die Schützlinge, zu denen ich sehr guten Kontakt habe und bei denen ich weiß, dass sie unschuldig sind, werde ich mich weiter um die kümmern und es werden weitere Videos folgen. Momentan geht es mir finanziell nicht so gut. Wie gesagt, die Taschen haben einen sehr, sehr hohen Neuwert. Die waren zwar nicht mehr aktuell, also die waren jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich werde euch trotzdem die Fotos einmal zeigen, für den Fall, dass irgendjemand vielleicht einen Hinweis hat. Die Taschen sind auch personalisiert auf meinen Namen. Mir wurden auch meine Schlüssel geraubt, das heißt, ich musste auch das Schloss austauschen. Die Autoscheibe musste ich auch komplett selber finanzieren. Da ich nur eine Haftpflichtversicherung habe, musste ich 260 Euro für die Autoscheibe bezahlen. Ich konnte sie leider nicht auf der Straße stehen lassen, das Auto, sodass ich sie direkt in die nächste Werkstatt gebracht habe, damit mir nicht noch mehr entwendet wird, da ich keine Garage und keinen eigenen Parkplatz habe. Und genau, also ich würde mich diesmal wirklich, wirklich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Also diesmal nicht für die Obdachlosen, sondern für mich, weil ich auf den kompletten Kosten sitzen bleibe, auch keine Versicherung habe, die sich der Sachen annimmt, werde ich meine Bankdaten und meinen PayPal-Link unten verlinken. Wie gesagt, jeder Euro hilft. Und wer da kein Vertrauen hat, der möge bitte nicht spenden, das wisst ihr ja. Und ich werde mich weiter, wie schon gesagt, um die Schützlinge kümmern. Ich werde euch auch jetzt die Videos von den letzten Wochen zeigen. Wir haben natürlich trotzdem eure Sachen verteilt. Die Videoaufnahmen sollt ihr auch bekommen. Aber bis nachher, bleibt nicht wieder was ab. Ja, ich bin Wenn du zu Hause irgendwas machst. Ich habe schon die Schule.
Ich mache so. Leute. Genau. Das ist ein König, Papa. Hier, Papa. Hey, ja, die kann ich mit dir mit. Hey, könnt ihr nicht verletzt? Du hast doch. No. Hey, du. Guck mal, du siehst nur das, was du siehst. Das, was ich hier nicht sehe. Das ist ganz dick. Wow. Er hat mir Wasser gegeben. Guck mal, ich hab verstanden. Hier, warte. Wo war deine Mama? Ja. So. Hammer, hart. Das ist gerade die Ding mitgenommen, aber keine. Ja, du nimmst dir deine Kinder. Kannst nichts machen. Und ich glaube an das Karma. Ich denke, diese Menschen werden auf jeden Fall ihre gerechte Strafe bekommen, weil ich es wirklich nicht verdient habe, so behandelt zu werden. Ich danke euch bis hierhin für eure gesamten Kleider-, Sach- und Geldspenden für die Obdachlosen. Wie gesagt, ich werde weiterhin berichten, auch wenn es eine kurze Pause vom Bahnhofsviertel geben wird. Bitte ich momentan erstmal von Kleider- und Sachspenden abzusehen, da ich mich erstmal sammeln muss und zu mir kommen muss und wieder neue Kraft und Energie schöpfen muss, um weiterzumachen. Und wie gesagt, Videos von meinen Schützlingen Nelly, Sibel und Jessie werden weiterhin folgen. Vielen lieben Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.